Ja. Go. Ja. Falco Peach. Das habe ich erstaunlich häufig beim Arcadia gesehen, weil es erstaunlich viele Falcos gab. Und es gibt und immerhin, und immerhin zwei Peaches. Das ist Dennis schon und Nudelsuppe. Ah, ja. Loser auf die Aufgabe, okay. Loser von den beiden. Prenzel und Prenzel Crime. Hallo, Michele. Deswegen haben wir es auch on Stream gepackt. Weil heute die 140. Edition von Heroes. Marley, why are you so lovable? Das hat Michele geschrieben. Marley, why are you so lovable? Floaty spielt auch Peach, stimmt. Aber war der bei Arcadia? Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass er jetzt später mit dabei war, aber am Anfang in den Pools war höchstwahrscheinlich. Jo, der war da. Okay, dann habe ich ihn noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ah, doch, stimmt, bei den Crews war er auf jeden Fall dabei. Geht es jetzt schon los? Ich nehme mal an. Ja, das ist so. Und beide haben auch schon den Stock verloren. Okay, wir sind richtig unaufmerksam. Aber jetzt kriegt Geldjunge ein bisschen mehr auf den Sack. Doch nicht. Das ist insane, von was Peach sich recovert. Das würde wirklich, ich habe es gefühlermaßen kein anderer Charakter machen. Wenn Dennis mal was macht, das ist so schön. Ja, bei Samus ist es auch extrem. Ja. Hallo, Anni. Hier. Und Peach ist immer noch nicht tot mit 150. Ah, übrigens, du bist 18. Ich bin über irgendwelchen Rankings. Nee, ja. Und da war jetzt finally der Stock. Schön, schön wie Dennis sich den 104-Tag geholt hat, obwohl er gegen den Prenzlberger spielt. Ja. Frechheit eigentlich. Das Bracket. Das ist einfach so krass top-heavy. Wenn Peach sich den Gegner schnappt und so grabt und dann dabei so aufstampft, das ist einfach wunderschön. Hier, wunderbar. Das ist generell, das sind so schöne Animationen. Das ist einfach nicht so. Guck mal hier, Jojo. Und das war jetzt auch hier gegen Le Fou sind nichts drin. Das ist halt so absurd. Scheiß Dreck. Oh. Jetzt sieht's wir müssen mit unserem Set, weil das Setup da drüben anscheinend ein bisschen laggy ist. Wir haben aber eh noch Zeit, oder? Ja. Geht sich eben aus. Das ist halt. Das ist alles 3-0, ne? Wow, wow. Oh, 1-0. Also, wir sind wahrscheinlich Geldmann. Auch schnell von da. Wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Ja. Oder ich spiel Mario. Ja, dann ist immer 3-2. Ey, mein Mario, der ist vermutlich. Ich habe mir auch überlegt, das Turnier CF-only zu gehen. Ich bin sehr froh, dass ihr mich fact-checkt, was ich hier über Falsches über Arcadia und die Anzahl der Peaches gesagt habe. Es waren 3 Peaches. Nudelsuppe war da, ja, das habe ich gesagt. Und Floaty meinte noch. Und ich war Komori sicher, war noch da. Naja, Komori war ja Dual-Main, ne? Ja, aber der hat hauptsächlich Peach und manchmal Pikachu. Aber der hat nicht viel Pikachu drauf gespielt. Ja, dann mehr Peach und sonst. Bestimmt gab es noch andere Peaches, aber ich kann mich auch nicht... Floaty war halt noch da. Oh, den kenne ich nicht. Den kenne ich nur vom Brecketbaum. Boah, das ist schrecklich, alle Apps zu bekommen. Wenn Dennis diesen Move bekommt, weil er immer wieder... grabbt und dann hochwirft und gleich wieder fängt, ist das Chain Grab. Ja. Denn Dennis Chain Grab ist immer sehr, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch bei Arcadia, das war ein paar Mal zu sehen. Aber so richtig lässt sich der Geldjunge auch nicht so richtig die Butter vom Brenzel. Vom Brenzelbrot nehmen. Ich sagte, dass Geldjunge sich die Butter vom Brenzelbrot nicht nehmen lässt. Da musst du Winner von den beiden.
Was? Na, weil es doch alles Prenzlberger sind. Aber was heißt das? Was heißt das? Wie steht die Butter vom Brot nehmen lassen? Aber das ist so nicht schenken. Ja, ja, aber... Na, wir haben darüber geredet, dass es das 104. Jedu ist. Ja, okay. Und dass das zwei Prenzlberger sind. Okay. Aber dass Dennis sich den Tag 104 geholt hat, das ist schon eine Ansage. Okay. Aber Geldmann macht sich sehr gut. Er hat das erste Set gewonnen. Achso, Dennis, okay. Ja. Ach, das hast du nicht vergessen. Das war natürlich. Ja, aber natürlich den Teil, aber ich bin trotzdem ein bisschen verwirrt immer noch. Ich finde, es war ich dachte gerade für eine Sekunde, dass das so ein Zeit für Brot-Witz ist. Ah, wow, wegen Prenzlberg. Ja, weil im Prinzip merkt es halt ist, genau. Ja. Steht's ja eigentlich? 1-0 für den Prenzl. Für den Prenzl. Für einen der Prenzlberger. Für einen der Prenzlberger. 1-0 für Prenzlberg. Wenn Dennis volljährig ist, dann heißen sie auch nicht mehr die Prenzlboys, sondern die Prenzlmann. Das war gerade wirklich so Meta-Doppel-Verschleißer-Witz, keine Ahnung. Wenn Dennis. Erwachsen. Oh, jemand. Oh mein Gott. Oh, Özgür. Oh, hallo. Das gibt mir liefern. Ein bisschen Energie für den. Und das bei Prenzlberg. Und was Prenzlberg bei Prenzlberg gegen Prenzlberg. Ja. Die alte Prenzlbergerin, Özgür. Kommt nicht aus Prenzlberg. Oh. Oh. Dennis, du musst eine sicke Kombo machen. Du bist der Feigen! Oh! Oh! Feigen! Oh! Lady Boy! Alle Guten oh sind alle da! Oh mein Gott, und? Oh, 1-2! Jetzt war keine coole Kombo, Feigen, es tut mir sehr leid. Oh, oh! Aber... Also es steht, es hat wieder ein Prenzlberger gewonnen. Sally P. 6 Auer. 1-1 Prenzlberg. Kann ich mir eigentlich hinsetzen? Warum sind keine Stühle? Da hinten. Warte, ich setz mich auf die... Du kannst auch einen von denen, aber die... Setz dich auf die... Ja, hier wird es ein bisschen eng. Komm mal her. Ich setz mich auf die Lehne hier. Wie sieht Jana ist auch da. Das ist ultra steckt. Jana 2227, hallo. Oder auch nur 2227. Was? Enttäuschend. Oh! Enttäuscht auch noch. Ausrufezeichen, Clip in den Chat. Das war, ja, yeah, das ist ein Zit, Clip. Ja, ich hab leider meinen Clip hatten. Der Clip hatte sich da? Nee. Beim 104. Beim Prenzlberg Weekly. Hab ich zu Hause vergessen, Alter. Ey, Jonas rockt hier mal wieder den Stream insane. Ja, Genosse Pingu, Dennis hat gerade gewonnen. Er ist nämlich Peach. Es steht 1-1. Es steht 1-1 für Prenzlberg, genau. Und das ist ein typisches... Oh, Alter, der stylt einfach nur. Nein. Und Geldmann will es ein bisschen nochmal sehen hier. Was möchte er sehen? Na, das geht los. Achso, ich dachte, da kann irgendwie so Sehenswürdigkeiten. Jetzt, wo er mal woanders ist, wo man schon ist. Oh, okay. Also, Geldjunge ist sehr hart in der Führung. Geldmann. Hier. Sorry, Geldmann. Yeah. Er ist erwachsen. Das ist Geldmann Eraser. Das ist halt schon fast so wie Arcadian 1. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Falco gegen. Okay, Dennis holt sich den Stock, aber kann dann mit 134% noch einen rausholen. Das wäre jetzt. Da ist noch alles das wäre jetzt der Wahnsinn. Bei den, kommt bei den die Waschmaschine? Ist alles drin. Die Waschmaschine kam, aber sie ist nicht richtig angegangen. Oh. Oh, okay. So oh. Das war, glaube ich, nicht absichtlich, aber es war ein bisschen cool. Das war sehr cool. Da waren ich glaube, 50%. Immerhin 50% es war was. Es war was. Das ist nicht nichts. Wenn er jetzt hier nochmal schnell mal einen Stock rausholt, dann oh, okay. Nee, da hat er zu sehr darauf gesetzt, dass Geldjunge, Geldmann nicht tacken kann. Aber der ist ein Mann. Aber er konnte tacken. Er ist mittlerweile alt genug, um zu tacken. Was geht Haramboy? Oh mein Gott, Haramboy immer noch nicht bei unseren Weeklies. Ja. Warum eigentlich? Peinlich. Ich glaube, er hat Donnerstag immer... Boah, Alter, was war das für ein Powersheet? Oh. Das war Powersheet und nur Powersheet, oder? Ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das war Powersheet und nur Powersheet. Haramboy sagt nächste Woche. Na gut. Ich werde dir verzeihen. Oh, der war schön. Okay, kann Dennis das zurückholen? Er hat wieder eine One-Stop-Deficit. Aber guter Anfang schon mal. Leider keine Waschmaschine. Ja, was ist denn mit Powersheet? Und jetzt läuft Geld mal aber ein paar Mal rein, muss man sagen. Ja, das ist ein Ding, was Geldjunge auch macht manchmal. Ja, Mann. Das ist halt Falco-Spieler. Ja, du hast auch Geldjunge gesagt, oder? Ich hab Mann gesagt. Echt? No. Ich hätte halt nicht getroffen. Gesagt. Ich werde wahnsinnig hier. Geldperson. Geldmensch. Das finde ich gut. Oh! Geldmann ist der dümmste Mann auf Erden. Ja. Versuch das nochmal. Oh. Okay. Aber Dennis hat auch ein bisschen Bock noch bei 120% durchzuziehen. Dennis hat Lust.
Da geht's auf jeden Fall voran. Oh, oh nein! Oh, und das war das natürlich der Prenzlberger Sniper. Das hat er zweimal. Das hat er letzte Woche zweimal bei Juggle gemacht. Juggle runtergesprungen ist? Deswegen ist Juggle hat 3-2 verloren. Nein. Das war insane. Das finde ich ein bisschen. Ist Herr Jäger aus Fahada? In Prenzlberg das sind. Das war ein dreifacher Prenzlberger. In Prenzlberg sind wir auch mal ein bisschen ehrenlos. Daisy! Das ist ja hier da nicht sehe in ich mich ein bisschen. Bei Daisy? Weil ich ja auch, also zumindest dunklere Haare habe als blond und ich habe ein gelb-goldes Kleid. Wusstest du, dass meine Peach auch die Orangen ist? Nein, doch. Nicht. Aber es ist ein gelbes Kleid. Es ist ein gelbes, die Orangen halt wegen den Haaren. Ja. Ja, ach so, ja. Und weil Fox, naja, es ist schon orange. Es ist schon orange. Wunderschön. Klasse. Kommt Geldjunge ins Zittern? Oh, für den jungen Ulrich liegt es jetzt schade. 2-1. Er ist also ein bisschen entspannter unterwegs. Und da liegt ein Stock vorne. Jetzt kann er ein bisschen mehr kommen. Und da sieht man auch immer, dass Geldmann jetzt ein bisschen mehr. Ja, das machen wir gleich. Oh! Ein bisschen mehr liefern muss und das auch tut, wollte ich gerade sagen. Oh, okay. Dann immer so aber aufregend, schöne Text hier, schöne Text hier. Schöne F-Smash ist hier. Wir supporten die nicht im Hause Charlottenburg. Oh! Prenzlberg offensichtlich sich nicht zu schön für F-Smashes. Oh. Und das war's auch für Geldmann. Für den zweiten Stock, ja. Und damit ist wieder Dennis einer vorne und Geldmann konnte noch nicht viel ziehen. Er konnte nicht viel ziehen. 3% war nix. Dabei ist das so eine Sache, die man im Prenzlberg eigentlich relativ viel macht. Na sowas. Ziehen. Obwohl. Shoutout an Jonas, der im 30. Monat. Shoutout an Jonas, der im 30. Monat extrem viel gezogen hat in den Prenzlberg. Dennis ist eine unverbringbare Wand. Noch irgendwie viel länger zu spielen. Er wollte gerade ein bisschen zu viel. Dennis bleibt einfach hart. Er wollte gerade durch die Plattform so eine Rückwärts-Ohrfeige machen. Das war Wahnsinn. Das war's. GG's, Alter. Nix Red Lil Fuzzy spielen schon. Leider ist nix. Wen haben wir als nächstes? Soll ich? Du kannst gegen Dennis spielen. Kann ich direkt. Gibt's noch irgendwen anders? Aber hat nicht Pasek noch pausiert? Ja, voll. Ja, am Ende auch ganz klar. Der erste Tag war das Beste in der Saison. Da hast du Ja, die spielen schon. Das war's jetzt. Oh, danke schön. Habe ich das nächste gewonnen.